Die Sage von den lykischen Bauern. Die Himmelskönigin Göttin Hera war zornig auf die junge, schöne Göttin Latona, weil ihr Gemahl Zeus dieser Zwillinge geschenkt hat. Hera war aber mächtig und rachsüchtig und wollte Latona verbannen. Da floh Latona mit ihren neugeborenen Zwillingen Apollo und Diana. Latona zog durch die weite Welt. Sie zog durch Wälder, und über gefährliche Wege. Ich bin so müde, dachte sie oft, aber ich muss weiter, um meine Kinder vor Hera zu schützen. So setzte sie ihren beschwerlichen Weg fort. Die Sonne stieg immer höher. Es wurde heiß und die arme Latona bekam großen Durst. Tapfer wanderte sie weiter über hohe Berge und steile Felsen. Ihre Kinder hielt sie fest im Arm, aber innerlich wurde sie immer schwächer. Ihr Durst war so groß. Latona brauchte dringend etwas zum Trinken. Die Sonne schien unbarmherzig am Himmel. Da schließlich erreichte Latona eine Landschaft namens Lykiens und entdeckte im Tal ein paar Bauern an einem See. Voller Freude dachte sie, das ist meine Rettung, dort kann ich aus dem See trinken. Und sie lief zu den Bauern hin. Dem Verdursten nahe fragte Latona die Bauern freundlich, bitte, lass mich vom Wasser aus dem See trinken. Es ist doch genug für uns alle da. Ich will mich auch gar nicht darin waschen und ihn verschmutzen. Ich will nur daraus trinken. Bitte, habt Mitleid. Doch die Bauern verspotteten und beschimpften sie nur. Nein, sucht dir woanders eine Quelle. Dies ist unser Wasser. Und was kümmern uns deine Kinder? Wo ist überhaupt dein Mann? Und wie siehst du überhaupt aus? Verschwinde von hier. Ja, geh bloß weg. Eine wie dich wollen wir hier nicht. Na warte, dir wird die Lust aufs Trinken schon vergehen. Kommt, Leute. Und da sprangen die Bauern in den See und wirbelten den Schlamm auf, um das Wasser extra zu verschmutzen, damit Latona daraus nicht mehr trinken konnte. Dabei lachten sie weiter und beschimpften sie. Als Latona dies alles sah, wurde sie sehr zornig. Vorsichtig legte sie ihre beiden Kinder auf ein Blatt. Dann drehte sie sich langsam um. Sie hob bedrohlich ihre Arme und verfluchte die Bauern. Auf ewig sollt ihr in diesem See leben, als Strafe dafür, dass ihr so unmenschlich wart. Und ehe sie es verstanden, geschah etwas Merkwürdiges. Mitten im Sommer kam ein Sturm. Es brauste um sie herum. Hilfe! Was ist das? Quak, quak, quak. Was geschieht mit uns? Quak, quak. Und tatsächlich, ihre Beine wurden kleiner, ihre Körper langsam grün. Und einer nach dem anderen verwandelte sich in einen Frosch. So wurden die lykischen Bauern für ihre Unmenschlichkeit bestraft, indem sie ihre Menschlichkeit verloren. Sie müssen seither als Frösche auf ewig im kalten See leben. Und sie können weiter schimpfen und spotten, so viel sie wollen.
man hört sie nur noch quaken.